und herzlich willkommen bei der Funk. Ich heiße Caro und wir werden heute zusammen tanzen. Ich hoffe, dir geht es ganz, ganz gut und du bist super motiviert, mit mir jetzt ein bisschen zu tanzen. Das wird auch gar nicht schwer, okay? Wir machen das ganz langsam und ganz gemütlich, ja? Vielleicht hast du schon mal getanzt oder bist in einem Tanzkurs oder in einem Verein oder auch in der Schule oder mit Freunden. Das wäre natürlich super, wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. Okay? Ich sag dir jetzt noch ganz kurz was zu dem Video, weil du darfst das Video immer gerne wieder zurückspulen. Das heißt, ich tanze jetzt mit dir gleich die Stunde durch und dann auch später den Tanz. Und wenn du aber noch irgendwas nicht so ganz gut verstanden hast, dann darfst du einfach nochmal zurückspulen und so oft es dir anschauen, wie du das möchtest, bis du es auch verstanden hast. Okay? Und ein kleiner Tipp von mir, manchmal mach einfach mit. Okay? Nicht so viel nachdenken und denken, oh Gott, da ist der Arm oder da oder wie war das? Einfach nur machen, okay? Weil das ist das Wichtigste beim Tanzen, dass du ganz, 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 ganz viel Spaß hast, okay? Deswegen würde ich dir jetzt auch erzählen, was wir gleich noch als nächstes machen, beziehungsweise wie wir anfangen, und zwar mit einer Runde Stopptanz. Kennst du Stopptanz? Ja, nein? Vielleicht? Ist nicht schlimm. Stopptanz ist eigentlich nur, dass ich ein Lied anmache und wenn die Musik aus ist, beziehungsweise wenn ich die Musik stoppe, dann musst du stehen bleiben und darfst dich dann nicht bewegen, okay? Das heißt, einfach nur stehen bleiben, bis ich die Musik wieder anmache und dann tanzt du weiter, okay? Dann mache ich noch ein Aufwärmlied mit dir, aber dazu erzähle ich dir gleich mehr, ja? Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an mit einer Runde Stopptanz. Gut? Ich tanze natürlich auch ein bisschen mit. So, dann schauen wir mal, vielleicht kennst du das Lied auch sogar schon. Und? Du darfst tanzen. Gut, sehr schön. Okay. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Da war's schon das erste Mal. Gut. Und natürlich nicht bewegen. Und weiter. Gut. Okay. Gut, bist ja schon wirklich wie ein Profi hier. Und weiter.
habe ich gesehen. Nochmal. Nochmal Versuch. Und hey. Schon. Super. Sehr gut gemacht. So, jetzt machen wir unser zweites Lied und da darfst du mir einfach nachtanzen und nachhüpfen. Okay? Ich zeige dir ganz kurz die Schritte, dass du schon mal weißt, was passiert. Du stehst hier und die Hände, die hältst du einfach hier fest. Okay? Und dann gehst du einmal hier nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Genau, dann springst du einmal hier auf der Stelle, einfach nur immer einen Fuß hoch und den anderen nicht und dann wechselst du ab. Dann hüpfen wir noch, hüpfen, hüpfen und so hoch du kannst. Genau, und noch die Hände dazu, tap, tap, tap. Ja, das sind, glaube ich, die schwierigsten Schritte, okay? Ansonsten einfach mitmachen. Und du weißt, ganz viel Spaß. Okay? Ich will schön, dass du lächelst und deine Zähnchen zeigst. Okay? So, dann einmal das nächste Lied. I feel it in my head. Du darfst schon mal hinstellen. Toes, bist du bereit? Und wir gehen nach rechts. Nach links. Shoulders, knees and toes, my bones, ganz langsam. From genau. Alone. Hey. Und immer den anderen Fuß noch mitnehmen, okay? Rüber, stopp. Rüber, stopp. Rüber, stopp. Rüber, stopp. Rüber, stopp. Rüber und schneller. Hochziehen, runter, hochziehen, runter, hochziehen, genau, einfach am
noch die Ellbogen. Hast du schon den ersten Teil geschafft, okay? Wenn du was trinken möchtest, darfst du natürlich jederzeit kurz was trinken, okay? Wichtig ist aber am besten nicht, wenn ich gerade was erkläre, sondern wie jetzt, dass wir eine kurze Trinkpause machen, 10 Sekunden und dann geht's gleich weiter, okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5 und gleich geht's weiter. Sekunden, aber das ist nicht schlimm, okay? Wir fangen gleich an mit dem Tanz. Und das Lied, das kennst du bestimmt auch, deswegen verrate ich es dir noch nicht. Sonst singst du das nur in deinem Zimmer rum, okay? So, die rechte Hand, das ist die hier, dass wir so einen Check machen können. Check geht einmal hier hin und wir machen aber eine 3. Das heißt so. Kannst du eine 3 zeigen? Ja, genau so. Okay, hier 3 und die linke Hand, die bleibt eigentlich nur hier erstmal stehen. Okay, machen wir das mal. Kurze Erklärung noch, beim Tanzen zählen wir immer 5, 6, 7, 8 und dann geht's los. Vielleicht kennst du das schon, auch aus der Musik oder ähnlichem. Ja, das heißt, ich zähle 5, 6, 7, 8, 1 und da kommen die Hände. Genau, nochmal 5. 6, 7, 8, hoch. Genau. Nochmal. 5, 6, 7 und top. Gut, ein bisschen schneller. 5, 6, 7, 8, tack. Genau. Die Füße kommen jetzt noch dazu. Okay, das heißt, wir machen nicht nur die Arme, sondern der linke Fuß, das ist der da, okay, der geht einmal hier nach hinten. Genau. Aber nicht zu weit nach hinten. Ja, sondern einfach nur hier, genau, hinter den rechten Fuß. Okay, nochmal, nur die Füße, 5, 6, 7 und rüber, genau, 5, 6, 7, 8, rüber, genau, nochmal, 5, 6, 7, 8, rüber, okay, 5, 6, 7, 8, rüber, gut, langsam beides zusammen, okay? 5, 6, 7 und ha! Ja, das klappt schon ganz gut. Nochmal. 5, 6, 7 und ha! Ja, nochmal. 5, 6, 7, 8, hey! Jawohl, nochmal. 5, 6, 7 und ha! Gut, und noch 50 Mal schaffen wir. Achtung, 5, 6, 7 und ha! Nochmal. 5, 6, 7 und ha! Ja, ich zeig dir mal das Lied, okay? Weil es fängt gleich an und du hörst auch schon, was er singt. Oder sie, ja? Es ist 3 Uhr nachts, ich ruf jeden an den... Hast du gehört? Es ist 3 Uhr nachts. Genau, und deswegen, Entschuldigung, machen wir das hier, okay? 3 Uhr nachts, okay? Nur mal noch mal zuhören. Ich kenn die. Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an den. Du siehst, es ist ganz langsam. Es ist 3 Uhr nachts. Okay? Achtung, es geht gleich los. Und? Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an den. Ich kenn die. Und nochmal. Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an den. Ich kenn. Und jetzt ein bisschen schneller.
Es ist 3 Uhr Nacht. Genau. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Wir müssen versuchen, auf 3 schon stehen zu bleiben. Das heißt, ja? Nochmal. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Und einmal noch. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Ein letztes Mal noch. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Okay, wir machen weiter. Dann erklärt sich der Rest nämlich von selbst. Du stehst hier und jetzt nimmst du mal die Arme einfach hier raus. Genau, das heißt, du stehst hier und streckst sie einfach nur einmal ganz gerade aus. Genau, so, von hier ausstrecken. Das heißt, der linke Arm geht hier hoch und der rechte geht einmal nur hier runter. Nochmal, von hier, tack. Richtig, von hier, tack. Und jetzt drehst du gegen den Uhrzeigersinn einmal hier rüber. Genau. Und nicht umfallen. Ja? Das heißt, der rechte Fuß ist nochmal hier vorne und der linke hier hinten. Wir nehmen mal die Hände runter und du drehst dich einmal nur hier rüber. Genau. Nochmal. Auf 1, 5, 6, 7 und drehen. Genau. Nochmal. 5, 6, 7, 8. Drehen. Ja. Versuch, dass beide Füße am Boden sind. Das heißt, lieber den anderen Fuß so am Boden mitziehen, wie wenn du jetzt sowas machst. Okay? Deswegen lieber hier auf dem Boden bleiben, weil dann ist es ein bisschen einfacher zu drehen. Nochmal. Du stehst hier ohne Hände und nicht umfallen wie ich. Und drüber. Zack. Prima. Nochmal. 5, 6, 7 und drehen. Ja. 5, 6, 7, 8, drehen. Okay. Mit den Händen lassen wir sie einfach mal hier stehen. 5, 6, 7, 8, drehen. Gut. Nochmal. 5, 6, 7, 8, drehen. Okay. Wir drehen uns einmal ganz kurz in die andere Richtung, dass wir keinen Drehwurm bekommen. Und noch einmal. 5, 6, 7, 8, drehen. Sehr schön. Von vorne nochmal. Weißt du noch, wie es geht? Ja? Schau mal. Es ist 3 Uhr nachts. Ich kann leider nicht so schön singen wie die Lea und der Marc, okay? Deswegen vergessen wir es. Ja? 3 Uhr nachts. Nochmal. Zusammen. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Nochmal, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Gut, nochmal, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Okay, noch ein letztes Mal, dann machen wir es mit Musik. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Woo! Okay, ich würde vorschlagen, einmal mit Musik. Achtung, es geht wieder gleich los. Es ist 3 Uhr Nacht, ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Hast du es erwischt? Nein? Ja? Nicht schlimm. Wir machen es gleich nochmal. Achtung! Es ist 3 Uhr Nacht, ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Und nochmal! Es ist 3 Uhr Nacht, ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Okay? Hörst du das in der Musik? Wir hören nur mal nochmal zu. Das ist ganz wichtig. Achtung. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich... Du weißt noch, es ist 3 Uhr nachts. Okay, auf nachts drehen wir. Achtung. Nochmal. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Und einmal noch. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Hast du gesehen, ich habe mich vertanzt. Schau, mir passieren auch manchmal Fehler, okay? Deswegen machen wir es gleich nochmal zusammen. Und los. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Okay. Wir machen es noch dreimal, dann machen wir den nächsten Schritt. Okay? Achtung. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die... Und nochmal. Es ist 3 Uhr Nacht.
Ich ruf jeden an, den ich kenne. Sehr schön. Ganz nah. Und letztes Mal. Du schaffst es. Achtung. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die ganz nah. Genau. Okay. Wir machen weiter. Es ist 3 Uhr nachts. Und jetzt machen wir den Schritt, den wir vom Aufwärmen schon können. Wir gehen einmal nach rechts und einmal nach links. Genau. Das heißt, rechter Fuß geht nach rechts und der linke Fuß geht einmal hier rüber. Ich zeig's dir nochmal. Rechts und links. Ja? Nochmal. 5, 6, 7 und rechts, links. Nochmal. 5, 6, 7 und rechts, links. Gut. Einmal noch. 5, 6, 7 und rechts, links. Okay. 5, 6, 7 und rechts, links. Jetzt gehen wir nach links mit dem linken Fuß und einmal rechts. Genau. Das heißt rechts und links. Nach rechts und links. Genau. Rechts, links, rechts, links. Ja? Nur mal der Schritt nochmal. 5, 6, 7 und rechts, links, rechts, links. Genau. So. Tadam, tadam. Okay, von vorne, ganz langsam, wir kombinieren das. Es ist 3 Uhr nachts, dann gehst du rechts, links. Genau, ich glaube, wir machen den nur zweimal. Okay, nochmal. Es ist 3 Uhr nachts, rechts, links. Nochmal. 5, 6, 7 und 3 Uhr nachts. Rechts, links. Okay, letztes Mal. 5, 6, 7 und 3 Uhr nachts. Rechts, links. Ja, du hörst mal nur mal wieder der Musik zu, dass du hörst, wann das passiert. Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen meinen. Du hörst schon, das ist ganz langsam. Okay? Einmal noch zuhören. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen mein. Okay. So. Wir machen noch ganz kurz die Hände dazu. Und zwar, wenn du hier nach rechts gehst, nimmst du hier einmal deine rechte Hand und tust so, als ob du telefonierst. Okay? Das soll ein Handy darstellen. Der singt ja irgendwas mit Handy. Oder? Ich ruf jeden an, singt er da. So war das. Ich rufe jeden an. Wen rufst du an? Vielleicht deine beste Freundin oder deinen besten Freund. Dann hast du auch hier ein Telefon und dann gehst du einmal hier nach rechts. Ja? Das heißt, du stehst hier und gehst nach rechts. Vergiss nicht den Arm hier. Nochmal. Rechts. Gut. Nochmal. 5, 6, 7 und rechts. Okay. 5, 6, 7 und rechts. Okay, 5, 6, 7 und rechts. Ja, letztes Mal. 5, 6, 7 und rechts. Und jetzt, wenn du nach links gehst, machst du irgendwas so ein bisschen Party mit deiner Hand. So, weiß ich nicht, da tust du voll auf cool. Ja, so. Wow. Ja, einfach nur so ein bisschen die Hand hier nach vorne werfen. Genau. Das heißt, die rechte, die bleibt hier und die linke, die macht einfach nur so. Genau. Weil du kennst voll viele Leute. Die sind voll cool. Ja? Müssen wir immer so ein bisschen schauspielern beim Tanzen. Das ist auch manchmal wichtig. Das heißt, die rechte Hand ist hier und die linke, die wirfst du einfach hier so ein bisschen nach vorne. Wir machen das ganz langsam zusammen. Wir gehen nach rechts und nach links. Die Hände gehen hier hoch und hier hoch. Ja? Nur das. 5, 6, 7 und ruf jeden an, den ich kenne. Irgendwas singt er da. Genau, nochmal. 5, 6, 7 und rechts, links. 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 Okay. Einmal noch. 5, 6, 7 und rechts, links. Gut.
Einmal von vorne und dann mit Musik. Achtung, 5, 6, 7 und 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Oder? Wir machen es mit Musik. Achtung. Es ist 3 Uhr nachts. Ja. Ich rufe jeden. Nochmal. Es geht gleich los. Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Hat's geklappt? Wir machen es nochmal. Achtung. Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Und nochmal. Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Okay, nochmal. Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die. Ich hab mich vertanzt. Nochmal. Du kannst zurückspulen und es dir nochmal anschauen. Okay? Und hier sind wir wieder wichtig. Wenn du es noch nicht verstanden hast, dann kannst du es noch ein bisschen mit mir üben. Aber wenn du es noch richtig, richtig gut können möchtest, dann kannst du nochmal zurückspulen. Okay? Deswegen gleich nochmal. Achtung! Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Und nochmal. Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Okay, letztes Mal. Es ist 3 Uhr nachts. Nee. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die. Siehst du, ich mache auch manchmal Fehler. Nochmal. Achtung. Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Okay. Wir machen noch den letzten Schritt, der ist auch wieder super einfach. Ja? Du warst hier. Jetzt gehst du nur einen Schritt nach vorne. Genau. Weil du stehst hier und ganz gemütlich nur hier vor. Genau. Nochmal. 5, 6, 7 und 1. Genau. Erst eigentlich der rechte und der linke, der geht dann noch hier mit. Aber wenn zuerst der linke vorgeht, ist es auch nicht schlimm. Okay? Das heißt, vor und vor. Genau. Nochmal. 5, 6, 7 und vor, vor. Ja. Wir waren hier. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Genau. 5, 6, 7 und 1, 2. Richtig. Die Hand mit dem Handy, die geht jetzt hier vor. Und du stellst dir jetzt vor, du hast hier ein Handy, ja, in der rechten Hand, das ist immer noch die hier, okay, von hier einmal runter und dann hast du hier ein Handy, vielleicht ist von deiner Mama oder deinem Papa oder vielleicht hast du Geschwister, die schon ein Handy haben, okay, und dann stellst du dir vor, du hast hier ein Handy und dann singt sie irgendwas mit Namen in meinem Handy und du suchst die Namen in deinem Handy, du tust hier ein bisschen tippen, okay? Einfach nur, okay, das spielen wir wieder, dass wir ein Handy haben und du tippst hier so auf deinem Handy, ja, okay, das heißt, du stehst hier, tipp, tipp und jetzt gehst du nach vorne und wenn du hier stehst, einfach nur auf dem Handy spielen, nochmal, 5, 6, 7 und vor, tipp, 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 tipp. Genau. Und du musst natürlich auf dein Handy schauen. Genau. Sonst macht es keinen Sinn, wenn du da oben irgendwas rumdrückst. Okay? So, nochmal. Ab hier machen wir das mal noch dazu. 5, 6, 7 und rechts, links, nach vorne und suchen, suchen, suchen. Nochmal. 5, 6, 7 und rechts, links und vor. Tipp, 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 tipp. Nochmal. 5, 6, 7, 8. Und rechts, links und vor und tap, 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 tap. Von ganz von vorne. 5, 6, 7 und tap. Drehen und rechts, links, nach vorne und ha, 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 ha. Ja? Wir machen es mit Musik. Achtung. Und? Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die
ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand gut. wach? Hast du gehört, was er singt? Ich zeig's dir nochmal, was er da singt. Handy, ist noch irgend... Nochmal. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich glaube, jetzt hast du es gehört. Okay, wir tanzen nochmal. Achtung. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin... Und nochmal. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin... Ja? Und wir machen es nochmal. Achtung. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin allein. Okay, und noch einmal. Es ist 3 Uhr Nacht. Ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Sehr schön. Ich bin allein hier. Okay. Wichtig ist, das war jetzt der erste Teil von unserem Tanz, okay? Das machen wir jetzt gleich nochmal kurz langsam und dann noch ein letztes Mal auf Musik und beim nächsten Mal tanzen wir dann den zweiten Teil. Aber der ist genauso langsam und genauso einfach, okay? Deswegen würde ich sagen, ich drehe mich nochmal um und dann machen wir es nochmal langsam, okay? So, du stehst hier. Die Hände gehen hier rüber, der Fuß geht einmal hier rüber. Nochmal, 5, 6, 7 und ha! Dann drehst du dich einmal. Jetzt gehst du nach rechts. Der rechte Arm geht auch hoch und sind voll cool. Geh nach links. Dann einmal nach vorne und Handy, 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 Handy. Noch ein letztes Mal. 5, 6, 7 und hey. Drehen und nach rechts, nach links und vor. Gut. Mit Musik. Achtung. Es ist 3 Uhr Nacht, ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin allein. Noch ein allerletztes Mal mit schöner Ausstrahlung, das heißt, du musst schön lächeln, okay, oder voll cool schauen. Und nochmal ganz, ganz viel Energie, okay? So, auf die Plätze, fertig, stell dich schon mal bereit. Und es ist 3 Uhr Nacht, ich ruf jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin allein hier. Und ganz, ganz viel üben bis zum nächsten Mal, okay? Wir machen jetzt noch ein kurzes Cooldown, ein kleines Abwärmen. Einfach nachmachen und aufpassen, was ich sage, okay? So, dann machen wir das mal, ja? Einmal die Füße nicht zusammen, sondern auseinander. Und nur die Hüfte wechseln. Hey. Genau. Und die Hände gehen zur Seite und wir strecken einmal ganz weit nach rechts. Genau. Und nach links. Und jetzt wechseln. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und jetzt geht der Arm einmal hoch. Wichtig ist, dass der Oberkörper hinten ist, nicht so nach vorne fallen. Okay? Hier oben. Ganz fest nach oben ziehen. Gut. Und jetzt einmal der linke Arm hoch. Und jetzt einmal die Hüfte kreisen. Und in die andere Richtung. To be the greatest here tonight. The
wieder die Schultern hoch und runter. Hoch und runter. Hoch, runter, hoch, runter. Und schneller. Nochmal die Hände, ganz fest auslockern und jetzt noch die Hände. Gut. Und wir gehen nochmal zur Seite und kreisen. Und nach hinten kreisen. Nochmal alles ausschütteln, alles ausschütteln, aber vorsichtig, nicht wehtun. Okay, so, dann hast du schon den ersten Teil geschafft, dass du dir einmal ganz dolle auf die Schultern klopfen, hast du so prima gemacht, richtig toll. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und du bist genauso motiviert und machst genauso gut mit. Und jetzt geht noch unser Abschiedsgruß, der darf noch nicht fehlen. Ja? Einmal erst die rechte, dann die linke, machen beide Winke und zum Schluss ein Abschiedskuss und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!